So, weiter geht es. Den einen würde ich definitiv noch erledigen. Und dann mal gucken, ob es mit Generation Zero weitergeht oder nicht. Weil, wie gesagt, die Geschichte fehlt mir dabei. Das ist ein großes Manko. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Maschinengewehr hat auch noch 44 Munition. Danach muss ich auf die 2 zugreifen. Die 5 ist das hier. Wahrscheinlich muss ich mich gleich wieder in den Kriegsvorgang begeben. Denen scheint es nicht gut zu gehen. So, die 1. So. Habe ich das geschafft? Habe ich das wirklich geschafft? Alles nehmen? Kalle, vi har diskuterat det här. De är inte utomjordingar. Hur som helst var det von Ulmer som lärde mig allt jag kan. Menar du Dr. Svante von Ulmer? Chefen i Version 35? Ja, killen som byggde små maskiner som kunde ta över råttors hjärnor och få dem att dansa på kommando. Det fällde en affen jättelats ända. Det var 53. Vårt mål var perfekt synkronisering mellan organiska nervsystem och datoriserade system. Det skulle revolutionera medicin för handikappade, för Alzheimers patienter. Men det verkar som att någon bestämde sig för att använda vårt arbete för krigsföring. So. Dankeschön. Ich habe auf allen keine Munition mehr. Wie soll ich denn das schaffen? Wie soll ich das schaffen? Das sind mir ja ein paar Affen. Was sagen die einem jetzt? So. Krass. Das war eine ganz schöne Aufgabe, die zwei zu erledigen. Gut, die Mission ist erstmal die. Ja, die kann ich gar nicht machen. Ich brauche erstmal eine Weile. Allerdings, wir haben das ja noch gar nicht alles abgelaufen.
Das heißt, Unterschlupf. Wir können auch mal hier hingehen. Die Mission Stück für Stück ist eigentlich erstmal für den Arsch. Ich habe jetzt nur noch die, ich werde jetzt aber den hier nehmen. Weil. Damit. Den muss ich nicht nachladen, wie gesagt. Den muss man überhaupt nicht nachladen. Das Crankable. Wenn ich den erledige habe, muss ich dann wahrscheinlich den nächsten erledigen. Wie soll ich denn das machen ohne Munition? Ich muss das mal sammeln. Das ist ja echt nicht mehr normal. Das hätte ich den echt vorher anfangen können, dass da drei solche Monster sind und nicht nur zwei. Dann hätte ich mir so anders eingeteilt. Also übergewichtig bin ich auf jeden Fall schon mal nicht. Da frage ich mich, warum das so häschelt. Ich werde mal schauen, da vorne brennt das. Neue Gebiete erkunden. Aber da war ich ja schon. Ja, ich gehe mal da lang. Da war ich ja schon da unten. Da habe ich alles mitgenommen. Da habe ich doch alles mitgenommen. Also muss ich da jetzt nicht nochmal hin. Aber hier ist so viel Land, also freies Land, was noch nicht erkundet worden ist von mir. Von anderen bestimmt schon, dass ich das mal nutzen werde, da mal lang zu laufen. So. Schönes Gebiet. Ich hoffe, der ist warm angezogen. Denn da? Nee, dem möchte ich diesmal nicht begegnen. Davon hatte ich jetzt gerade vier Stück von denen. Sag mal, läufst du mal? Okay, das heißt, ich muss rennen. Da hat mich. Der ist hinter mir direkt. In solchen Fällen bitte nie umdrehen. Ich bin hier durch die Bäume einigermaßen geschützt. Ich finde es gut, dass das in dem Spiel so ist. Dass viel an den Bäumen abprallt.
Aber ich wollte jetzt eigentlich in keinen weiteren Kampf reingehen. Ich wollte eigentlich mal nur die Gegend erkunden. Wo bin ich hier? Ich bin am Wasser. Oh, ich bin da, wo ich gespawnt bin. Okay, ich bin im Kampf. Und ich will geradeaus. Ich frage mich bloß, in welchem Kampf, ich sehe da keinen. Aus dem Kampf entflohen. Gut. Das war auf jeden Fall ein ganz schöner Ritt gewesen. Vor diesem Monster zu flüchten. Da schwitzen selbst meine Haare. Ich weiß gar nicht, ob wer da hinter mir steht, wenn ich hier so ein Symbol ist hier. Genau, ich gehe jetzt mal zum Skapappel. Was Klappel, was Kappel, wie heißt, ach, dieser komische Berg. Da werde ich erstmal irgendwo rübergehen und mal schauen, wo ich dann da hinkomme. Ja, das werden wir aber irgendwann in der nächsten Folge machen, denn die Folge ist jetzt vorbei. Und für mich ist das mal Feierabend. Und wünsche erstmal noch viel, viel Spaß.